Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, werte Kolleginnen und Kollegen. Die Diskussion über Bürokratie ist vielschichtig, sie ist komplex und sie ist nuanciert. Und der Begriff Bürokratie ist für die meisten Menschen negativ behaftet, weil er wird als störend und in vielen Fällen als völlig überflüssig empfunden. Und dabei ist natürlich völlig unbenommen, dass Bürokratielasten abgebaut werden müssen. Für uns Sozialdemokraten ist es jedoch wichtig, zwischen unnötiger Bürokratie und Normen, die Schutzstandards beschreiben, zu unterscheiden. Bürokratie schafft auch wichtige Strukturen und Regeln, die dazu dienen, soziale und wirtschaftliche Prozesse zu organisieren, und sie gewährleisten auch Rechtssicherheit. Sie ist für die Funktionsfähigkeit einer Gesellschaft und Wirtschaft wichtig, denn sie fördert Vertrauen und Fairness. Bürokratische Vorschriften tragen dazu bei, Verbraucher und Arbeitnehmer vor Ausbeutung und unfairen Praktiken zu schützen. Bürokratie spielt auch im Umweltschutz eine Rolle, da die Regelungen darauf abzielen, Umweltstandards zu setzen und den Schutz natürlicher Ressourcen zu gewährleisten. Werte Kolleginnen und Kollegen, Sie sehen, Bürokratie hat viele Gesichter, davon aber auch viele hässliche. Zu viel Bürokratie führt natürlich zu einem hohen Verwaltungsaufwand, auch zu einem Mehr an Kosten. Das stellt insbesondere für kleine Unternehmen eine nicht unerhebliche Belastung dar. Komplexe bürokratische Prozesse können hinderlich sein und Innovationen sowie unternehmerische Initiativen behindern. Und genau deshalb bleibt der Abbau von nicht notwendiger Bürokratie auch eine Daueraufgabe. Das entlastet Verwaltung selbst, und das ist in Zeiten des Fachkräftemangels auch noch einmal von besonderer Bedeutung, und es erleichtert vieles für Bürgerinnen und Bürger. Denn oftmals ist der Weg durch den Bürokratie-Dschungel für die Bürgerinnen und Bürger viel zu umständlich. Und genau deshalb nimmt die SPD-Landtagsfraktion, nimmt die Landesregierung dieses Thema auch sehr ernst. Und in einigen Fällen entwickelt sich Bürokratie auch zu einem Selbstzweck, wobei der eigentliche Sinn völlig in den Hintergrund tritt. Und das führt natürlich zu ineffizienten Strukturen. Wir sprechen uns deswegen für notwendige Bürokratieentlastung aus. Und wie Sie sicherlich alle auch wissen, hat sich in diesem Bereich schon einiges getan. Hier ist schon einiges auf den Weg gebracht worden. Die Landesregierung hat mit unserem Strukturwandelbeauftragten Dr. Frank Nägele zusammen mit der IHK, mit der Handwerkskammer und der Arbeitskammer bereits im Oktober letzten Jahres per saarlandweiter Online-Befragung Ideen zum Bürokratieabbau eingefordert, gesammelt. Und beteiligt haben sich erfreulicherweise eine Vielzahl von saarländischen Unternehmen, öffentlichen Institutionen und auch Privatpersonen. Und das ist genau der richtige Weg. Die ganz unterschiedlichen Perspektiven sorgen nämlich zum einen dafür, dass alle notwendigen Bereiche auch tatsächlich abgedeckt werden, und zum anderen die Expertisen auch aus den verschiedenen Bereichen eben ein gutes Gesamtbild abgeben. Und es sind sage und schreibe bis Ablauf der Frist 278 Vorschläge eingegangen, die ausgewertet werden und in den zuständigen Ressorts fachlich bewertet werden. Nur ein paar Zahlen: 59 Vorschläge bezogen auf die Landesbauordnung, 44 Statistik- und Berichtspflichten, 41 auf die Beschleunigung von Genehmigungsverfahren. Und erst Mitte Januar diesen Jahres, also quasi vor wenigen Tagen, hat sich die Landesregierung mit den Kammern im Rahmen eines Steuerungskreises zusammengesetzt, um ein Paket, einen Maßnahmenplan auch entsprechend zu schnüren. Und das Paket soll hierbei unterschiedliche Vorschläge in ganz diversen Bereichen berücksichtigen. Dabei reden wir von Genehmigungsbeschleunigung, insbesondere auch im Zusammenhang mit erneuerbaren Energien, aber auch mit Erleichterungen in der LBO für Bürgerinnen und Bürger, aber auch für die Verwaltung. Oder anders formuliert, wo konkret könnten also im saarländischen Baurecht bei Genehmigungsverfahren im Saarland oder bei Berichtspflichten unnötige Hürden abgebaut werden? Das sind ganz zentrale Fragen, und die werden gerade mit Präzision und der gebotenen Zügigkeit bearbeitet. Und das beweist eben auch eins: Das Thema ist in der Staatskanzlei bei Dr. Frank Nägele genau richtig aufgehoben. Und an dieser Stelle ist auch festzustellen, dass mit dem Gesetzesentwurf zum Bürokratieentlastungsgesetz im Bund die Ampelkoalition zu ihren Vereinbarungen im Koalitionsvertrag steht. Im Vordergrund steht dabei die Effizienzsteigerung um das Handeln der Verwaltung, aber eben auch die Entlastung der Bürgerinnen und Bürger. Und deshalb setzt das Bürokratieentlastungsgesetz an verschiedenen Stellen an, um bürokratische Hürden abzubauen.
Es ist notwendig, dass die Vorschläge aus der Praxis aufgenommen werden. Es ist deshalb notwendig, um die schwierige Unterscheidung von sinnvoller und zu unnötiger Bürokratie auch gewährleisten zu können. Denn Bürokratieabbau, das bedeutet nicht einfach symbolisch irgendwelche Paragraphen zu streichen. Das ist ein Prozess, der von Anfang bis Ende gedacht werden muss, um auch nachhaltig zu entlasten. Daher war es wichtig und auch richtig, dass begleitet zum Gesetzesentwurf im Bund, im Saarland durch die Landesregierung und die Kammern zur landesweiten Umfrage aufgerufen wurde. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie sehen, auch in diesem wichtigen Bereich Bürokratieabbau tut sich einiges hier bei uns im Saarland. Und Sie sehen auch, die einen reden, fordern, passen nicht auf, bekommen anscheinend überhaupt nichts mit und die anderen arbeiten bereits an den Problemlösungen in diesem Land. Und die einen schreiben kurze, plakative Anträge ohne konkrete Lösungsvorschläge und die anderen, die entwerfen schon erste Konzepte und legen Gesetzesinitiativen vor. Und an die Herren rechts, ein Blick in die Nachrichtenblätter des Landes ist empfehlenswert. Es ist deshalb empfehlenswert, weil man auch in Ausschüssen aufpassen sollte, sofern man denn da ist, weil das hat einen ganz entscheidenden Vorteil. Man ist danach zum einen etwas schlauer, und man ist informiert und weiß auch, dass man sich den einen oder anderen Antrag, wie den hier heute, einfach auch sparen kann. Wir werden dem Antrag nicht zustimmen. Herzlichen Dank und Glück auf.